Shalom, shalom. Es ist wieder ein herrlicher Tag hier. Und wir vertrauen, dass es euch genauso gut geht wie uns. Wir haben den Eindruck, wir sind in einer Gnadenblase Gottes verborgen. Es hat sich noch nie so viel Positives in unserem Werk in so kurzer Zeit ereignet, am allermeisten in den Herzen der Mitarbeiter. Und wisst ihr, wir wollen Wunder da draußen sehen, aber das größte Wunder ist, wenn unser Herz eins wird mit dem Herzen Gottes und verändert wird in dem Ausmaß, dass die Menschen uns als Christen erkennen, weil sie Christus in uns spüren. Das letzte Mal habe ich jetzt zu euch gesprochen über der Gott, der zu mir spricht. Und da lese ich noch einmal die Schriftstellen. In Jeremia 33,3: Ruf mich, dann will ich dir antworten und will dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast. Dann in Johannes 10,24-27: Da umringten ihn die Juden und fragten: Wie lange willst du uns noch hinhalten? Wenn du der Christus bist, dann sag es uns offen. Jesus erwiderte: Ich habe euch bereits gesagt, aber ihr glaubt mir nicht. Alles, was ich im Namen meines Vaters tue, beweist, wer ich bin. Aber ihr glaubt mir nicht, weil ihr nicht zu meiner Herde gehört. Meine Schafe hören auf die Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ihr Lieben, ich hätte meine Mama können um Mitternacht anrufen, sie hat 4 Kinder und nur sagen können: Mama, und sie hätte gewusst, ich bin es. Sie hätte mich anrufen können um Mitternacht und nur meinen Namen nennen und ich habe gewusst, meine Mama ruft mich an. Wisst ihr, um Gott zu hören, brauchen wir eine innige, intime Liebesbeziehung. Und die bekommt man nur, indem man eben sich bedingungslos, unbedingt dem Herzen Gottes widmet. Und diese Schafe hören die Stimme. Ein Hirte kann seine Schafe rufen, die kommen. Die wissen genau, das ist der Hirte. Im Johannesevangelium 14,26: Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alle lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und jetzt haben wir schon besprochen, das ist das letzte Mal, dass er also erstens Gott spricht, Gott spricht erstens durch die Natur. Wenn wir die Handschrift Gottes lesen wollen, dann müssen wir nur in die Natur schauen. Die Tiere, die Pflanzen, die Sterne, alles spricht zu uns über seine Herrlichkeit, über seine Schöpfungskraft, über seine Ordnungen. Wie dankbar bin ich, dass die Sonne jeden Tag aufgeht und auch wieder untergeht. Wie dankbar bin ich, dass Gott die Jahreszeiten in seiner Hand hat. Obwohl in Afrika hat er sie vergessen. Da haben wir das ganze Jahr mehr oder weniger Sommer und Frühling und Herbst gleichzeitig. Der Winter ist nicht hier. Und meine Tochter hat gesagt: Mama, wenn Gott einmal die Idee hätte, den Winter nach Uganda zu schicken, dann wären wir alle in einem Monat spätestens tot. Denn es würde alles erfrieren und wir sind überhaupt nicht vorbereitet. Aber ich bin voller Zuversicht. Der Winter wird nicht nach Uganda kommen, in die Täler. Wir haben zwar 5000er und da drauf haben wir Gletscher. Das könnte man noch als Skigebiete entwickeln. Bitte, eine Idee für die Menschen, die gerne Reisen organisieren. Also Gott spricht durch die Natur. Im Psalm 19,2-4: Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht teilt es der anderen mit. Ohne Sprache und ohne Worte. Lautlos ist ihre Stimme. Dann zweitens spricht Gott durch sein Wort, durch die Bibel. Ganz klar. Und wenn du die Ohren geöffnet bekommen möchtest für das Sprechen Gottes, dann liest dir die Bibel laut vor. Denn das Hören kommt durch das Wort Gottes. Ihr Lieben, ich habe jahrelang mir laut die Bibel auf Kassetten gesprochen, die ganze Bibel, und habe sie in der Nacht noch laufen lassen, während ich geschlafen habe, damit sie in mein Unbewusstes und in mein Unbewusstes hineingeht. Aber die Bibel ist das Wort, das in unseren Tagen so lebendig ist wie noch nie. Dann spricht Gott durch unseren Verstand, das haben wir letztes Mal noch durchgemacht, und durch Träume und Visionen. Aber heute möchte ich noch etwas dazu sagen, wie Gott durch die Bibel spricht. Gott spricht durch sein Wort.
Er hat uns sein Wort gegeben und dieses Wort ist für immer. Und wisst ihr, die 10 Gebote hat er eigentlich den Juden gegeben, damit sie einen Spiegel bekommen, wie sie leben sollen. Und du kannst nur erkennen, dass du falsch liegst, wenn du weißt, was richtig ist. Und so hat Gott ihnen die 10 Gebote gegeben. Alles, was sie gemacht haben, sie haben Hunderte daraus gemacht, okay? Aber ich lese euch nur ein paar vor von denen. Erstens, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis von noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Und da ist der Schlüssel. Wir sollen sie nicht anbeten. Sie sollen nicht für uns das Zentrum werden. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Seht ihr, Gott ist so gut, so gut, so gut. Ich kann nur immer wieder sagen, er ist der Beste. Wisst ihr auch, zum Beispiel in der Bibel, bei Adam und Eva, die wurden in einem fantastischen Garten gepflanzt von Gott. Und sie durften von allen Bäumen essen. Und ihr Lieben, da war nicht nur einer, da waren bestimmt 9999 Bäume. Jeder noch bessere Früchte, noch schönere Blüten, noch angenehmer zum Anschauen. Von all denen durften sie essen. Gott ist ein großzügiger Gott. Gott ist ein Gott, der seine Kinder segnet. Der nicht kleinlich ist. Aber einen hat er gesagt, von dem sollen sie nicht essen. Viele sagen, sie sollen es auch nicht anrühren. Das hat Gott nie gesagt. Sie sollen nicht essen davon. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und von dem hat die Menschheit jetzt viele Jahrhunderte gegessen. Und jetzt haben wir die Früchte davon. Also, kein Bildnis. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er möchte keine Konkurrenz haben. Wisst ihr, darum hat uns die Ehe gegeben, in einer Ehe. Ihr Lieben, eine Ehefrau will keine Konkurrenz haben. Sie muss wissen, ich bin die Einzige, die Erste. Und da habe ich einmal ganz ein liebes Erlebnis gehabt. Da war ich eingeladen in Amerika bei einer Familie. Und der Mann war ein ausgesprochen wunderbarer Maler. Er war ein Hobbymaler, aber er hat ausgezeichnete Werke geschaffen. Und das ganze Haus war voller Bilder. Du hast keinen leeren Platz mehr gefunden. Dann habe ich so nebenbei gesagt, kann man da eines dieser Bilder kaufen? Dann schreit mich die Frau an, unter keinen Umständen. Das sind die Konkubinen meines Mannes. Wenn der malt, dann bin ich Luft. Und ich gebe keines dieser Bilder her, denn die haben mich einiges gekostet. Habe ich gedacht, Halleluja. Sogar mit so etwas will eine Frau keine Konkurrenz haben. Und das ist aber ein Abglanz unserer Beziehung zu Gott. Dann heißt es, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Dann gedenke des Schabbattages, und da haben wir alle sehr gesündigt, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Schabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und was alles darinnen ist und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Ich habe da ein Erlebnis mit dem Herrn gehabt, das mich sehr gewundert hat. Und zwar war das ein Mann, der sehr aktiv war in seinem Leben und der kannte keinen Ruhetag. Und er war schon sehr betagt und er konnte nicht sterben. Dann habe ich gesagt, Herr, warum kann der nicht sterben? Da sagt er, weil er jetzt alle Schabbattage in Ruhe im Bett nachholen darf, die er im Leben versäumt hat. Wow, das war für mich eine tiefe Erkenntnis. Also der liebe Gott möchte auch, dass wir uns ausspannen einmal und ausschlafen. Auch ich wurde erzogen von meinem Vater und von meiner Mutter, dass wir keine Zeit vergeuden dürfen. Wenn ich ein Buch gelesen habe, musste ich nebenbei noch stricken, damit ich ja nicht die Zeit vergeude.
Und für mich ist es auch, und wenn wir um 2 Uhr, 3 Uhr früh nach Hause gekommen sind, mein Vater hat um 6 Uhr aufgeweckt. Denn dann müssen wir halt früher ins Bett gehen, wenn wir Ruhe haben wollen. Unbarmherzig. Und für mich ist es sehr schwer gewesen, viele, viele Jahre, mir selbst Ruhe zu gönnen. Und ich bin so dankbar, dass ich jetzt langsam hineinkomme in eine Beziehung mit Gott, wo ich weiß, ich darf auch einmal richtig ausschlafen. Ja, das habe ich erst in den letzten Tagen gelernt oder in den letzten Wochen. Aber eines habe ich gelernt, in die Ruhe Gottes zu kommen. Nämlich, dass wir alles aus seiner Ruhe machen. Und dann erst sind wir im Fahrwasser des Herrn Jesus Christus. Mich hat einmal jemand beschrieben, mein Mentor, der Gary Keller, sagt, die Maria sitzt total entspannt und ruhig in einem extrem schnellen Jet. Sie bewegt sich mit Windeseile, aber ist vollkommen entspannt. Und das möchte ich gern, dass es sich permanent bei mir ausdrückt. Also Gott möchte, dass wir den Schabbat ehren als Vorgeschmack, in die Ruhe Gottes zu kommen, aus seiner Ruhe herauszuleben. Dann heißt es im vierten Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Und wisst ihr, es ist nicht immer leicht, Eltern zu ehren. Aber Gott weiß, was wir da für einen Segen haben, wenn wir sie anerkennen als unsere Eltern. Du musst nicht alles gutheißen. Aber sie anerkennen, dass sie dir das Leben geschenkt haben. Natürlich im Auftrag Gottes, aber sie waren bereit. Und dann hat er noch ein Zuckerl dran gehängt. Wisst ihr, wenn wir Vater und Mutter ehren, das heißt, sie nicht verachten, sondern wir können von ihren Fehlern lernen, ihnen vergeben, Barmherzigkeit üben. Und ich glaube, erst wenn wir selbst Eltern sind, dann wissen wir, wie schwierig es ist, es den Kindern immer gerecht zu machen. Aber Gott hat ein Zuckerl daran gehängt, wenn wir unsere Eltern ehren, das heißt aber auch nicht gläubige Eltern, Eltern, die so sind, wie du sie haben möchtest. Ich habe jahrelang gebetet für meinen Vater, dass er endlich so wird, wie ich ihn haben möchte, damit ich mich unterordnen kann, damit ich ihn ehren kann, ihr Lieben. Ich habe ausgerufen, eben gesagt, Papa, ab heute bist du in meinen Augen der Priester dieser Familie. Sagt er, bist du nicht ganz bei Trost? Sag ich, Papa, das ist die Wahrheit. Du bist der Priester dieser Familie. Ob du es glaubst oder nicht, willst oder nicht. Und ich werde so lange Gott glauben, bis du es selbst glaubst. Und von da an hat eine Veränderung in meinem Vater stattgefunden. Und er ist gestorben als ein Vater, den ich ehren konnte. Aber erst in den letzten Stunden, ja. Leider war vieles noch unausgesprochen, aber da hat der Herr mir jetzt eine Nachholung gegeben. Und ich durfte jetzt wirklich durch die Liebe eines geistlichen Vaters ganz tiefe Heilung erfahren, die ich mir eigentlich immer von Worten meines eigenen Vaters gewünscht hätte. Aber ich bin jetzt geheilt. Dann, du sollst nicht töten, ihr Lieben. Abtreibung ist keine Frage. Abtreibung ist töten. Da kann man herum diskutieren und manipulieren. Abtreibung ist töten. Meine Tochter will Frauenärztin werden und auch ein Sohn von mir. Und ich habe ihnen versprochen, dass ich ihnen eine Klinik baue. Eine Gebärklinik, aber auch eine Beratungsklinik für Frauen. Wenn sie mir versprechen, dass sie nie in ihrem Leben ein Kind abtreiben. Wenn eine Frau abtreiben möchte, dann kriegt sie Hilfe von uns, um dieses Kind zu gebären und wir nehmen es dann auf. Und ich werde wunderbare Kinderhäuser, nicht Waisenhäuser, denn sie sind keine Waisen. Sie sind Kinder. Und wir werden sie aufnehmen und dann erziehen in dem Bewusstsein, ich bin wertvoll. Gott hat für mich einen großen Plan. Und wenn wir eben den Vater und die Mutter ehren, nur allein, dass sie Vater und Mutter sind, dann, ihr Lieben,
leben wir lange und es wird uns gut gehen. Ich erlebe das und freue mich unwahrscheinlich darüber. Dann, du sollst nicht Ehe brechen, ihr Lieben. Ehe brechen ist nicht erst im Bett, sondern wenn du lüstern eine andere Frau anschaust, hast du schon die Sünde begangen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Wie viel Schmerz wird durch Tratscherei, durch das Weitergeben von falschen Informationen geschaffen. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel und noch alles, was dein Nächster hat. In Offenbarung 11,19 heißt es, der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und in seinem Tempel wurde die Lade seines Bundes sichtbar. Da begann es zu blitzen, zu dröhnen und zu donnern. Es gab ein Beben und schweren Hagel. Im 1. Johannes 2, 3 bis 6, wenn wir seine Gebote halten, erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner. Und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wer sich aber an sein Wort hält, in dem ist die Gottesliebe wahrhaftig vollendet. Wir erkennen daran, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, muss auch leben, wie er gelebt hat. Dann in Matthäus 5, 17 bis 18. Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn ich sage euch wahrlich, bis das Himmel und Erde vergehen, wird nicht zergehen, der kleinste Buchstabe, noch ein Tüttel vom Gesetz, bis dass es alles geschehe. Ich glaube, ihr hört, was das Wort sagt. Und jetzt möchte ich noch mit euch aus dem 3. Mose 18, und das hat mich total überrascht, das habe ich erst vor kurzem gelesen, was Gott hier spricht. Und ich lese es euch eigentlich nur vor. Das sind jetzt Verordnungen für Ehe und Keuschheit. Und dann bitte könnt ihr selbst euch eine Meinung machen, ob wir als gesamte Menschheit in diesen letzten Jahrzehnten weit abgewichen sind von den Ordnungen Gottes und jetzt Konsequenzen tragen. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, ich bin der Herr, euer Gott. Nach der Weise des Landes Ägypten, in dem ihr gewohnt habt, sollt ihr nicht tun, und nach der Weise des Landes Kanaan, wohin ich euch bringe, sollt ihr nicht tun, und in ihren Ordnungen sollt ihr nicht leben. Meine Rechtsbestimmungen sollt ihr tun, und meine Ordnungen sollt ihr halten, um in ihnen zu leben. Ich bin der Herr, euer Gott, und meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen sollt ihr halten. Also, das sind die Gesetze, die Rechtsbestimmungen. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Ich bin der Herr. Und jetzt hört euch an, was da steht. Ich glaube, klarer kann es nicht gesagt werden. Niemand von euch soll sich irgendeinem seiner Blutsverwandten nähern, um die Blöße aufzudecken. Ich bin der Herr. Die Blöße deines Vaters und die Blöße deiner Mutter sollst du nicht aufdecken. Sie ist deine Mutter, du sollst ihre Blöße nicht aufdecken. Die Blöße der Frau deines Vaters sollst du nicht aufdecken. Es ist die Blöße deines Vaters. Die Blöße deiner Schwester, der Tochter deines Vaters oder der Tochter deiner Mutter, im Haus geboren oder draußen geboren, ihre Blöße sollst du nicht aufdecken. Die Blöße der Tochter deines Sohnes oder der Tochter deiner Tochter. Ihre Blöße sollst du nicht aufdecken, denn es ist deine Blöße. Die Blöße der Tochter, der Frau deines Vaters, von deinem Vater gezeugt, sie ist deine Schwester. Ihre Blöße sollst du nicht aufdecken. Die Blöße der Schwester deines Vaters sollst du nicht aufdecken. Sie ist die Blutsverwandte deines Vaters. Die Blöße der Schwester deiner Mutter sollst du nicht aufdecken. Denn sie ist die Blutsverwandte deiner Mutter. Die Blöße deines Bruders sollst du nicht aufdecken. Seiner Frau sollst du dich nicht nähern, sie ist deine Tante. Die Blöße deiner Schwiegertochter sollst du nicht aufdecken, sie ist die Frau deines Sohnes.
Ihre Blöße sollst du nicht aufdecken. Die Blöße der Frau deines Bruders sollst du nicht aufdecken. Es ist die Blöße deines Bruders. Die Blöße einer Frau und ihrer Tochter sollst du nicht aufdecken. Die Tochter ihres Sohnes und die Tochter ihrer Tochter sollst du nicht nehmen, um ihre Blöße aufzudecken. Sie sind deine Blutsverwandten. Es ist eine Schandtat. Und du sollst nicht eine Frau zu ihrer Schwester nehmen, sie eifersüchtig zu machen, indem du ihre Blöße neben ihr aufdeckst, bei ihrem Leben. Und einer Frau in der Absonderung ihrer Unreinheit sollst du nicht nahen, um ihre Blöße aufzudecken. Und bei der Frau deines Nächsten sollst du nicht zur Begattung liegen, dass du durch sie unrein wirst. Und von deinen Nachkommen sollst du nicht einen hingeben, um sie dem Moloch durch das Feuer gehen lassen. Und du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht entweihen. Ich bin der Herr. Und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt. Ein Gräuel ist es. Und bei keinem Vieh sollst du liegen, sodass du dich an ihm unrein machst. Und eine Frau soll sich nicht vor ein Vieh hinstellen, damit es sie begatte. Es ist eine schändliche Befleckung. Macht euch nicht unrein durch all dieses, denn durch all dieses haben die Nationen sich unrein gemacht, die ich vor euch vertreibe. Und das Land wurde unrein gemacht, und ich suchte seine Schuld an ihm heim, und das Land spie seine Bewohner aus. Ihr aber, ihr sollt meine Ordnungen, meine Gesetze und meine Rechtsbestimmungen halten, und ihr sollt nichts tun von all diesen Gräueln, der Einheimische und der Fremde, der in eurer Mitte als Fremder wohnt. Denn all diese Gräuel haben die Menschen des Landes getan, die für euch da waren, und das Land ist unrein gemacht worden, damit das Land euch nicht ausspeie, wenn ihr es unrein macht, ebenso wie es die Nation ausgespien hat, die vor euch da war. Denn jeder, der etwas von all diesen Gräueln tut, die Seelen, die es tun, sollen ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. Und ihr sollt meine Vorschriften halten, damit ihr keine der gräulichen Bräuche übt, die vor euch geübt worden sind. Ihr sollt euch nicht durch sie unrein machen. Ich bin der Herr, euer Gott. Und es geht weiter. Wenn du heute nicht von Gott hörst, dann ist deine Schwerhörigkeit unheilbar, mein Lieber. Das Wort Gottes spricht laut zu uns. Vom Umgang mit Gott und dem Nächsten. Und der Herr redete zu Mose, rede zu der ganzen Gemeinde, der Söhne Israels, und sage zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Ihr sollt jeder seine Mutter und seinen Vater fürchten, und meine Schabbat sollt ihr halten. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden. Die gegossenen Götter sollt ihr euch nicht machen. Ich bin der Herr, euer Gott. Und wenn ihr ein Heilsopfer dem Herrn opfert, opfert es, so dass es euch zum Wohlgefallen vor Gott dient. An dem Tag, an dem ihr es opfert, und am nächsten Tag soll es gegessen werden. Was aber bis zum dritten Tag übrig bleibt, soll mit Feuer verbrannt werden. Und so weiter. Ihr Lieben, lest einmal, ja, das Alte Testament ist ein Schatten dessen, was kommt. Lest einmal den 3. Mose 18 und 19. Und ihr werdet euch sehr wundern, wie klar Gott uns Anweisungen gibt, ein heiliges Leben zu leben. Das heißt, ein ausgesondertes Leben. Ein Leben, das auf Gott ausgerichtet ist. Und ihr werdet sehen, welcher Friede, welche Ruhe, welche göttliche Gelassenheit in euer Herz kommt. Und ich werde dann noch einmal zu euch sprechen, denn es gibt auch noch andere Situationen, durch die Gott spricht. Und zwar eben durch unseren Verstand, durch Träume und Visionen, durch prophetische Worte, durch unseren eigenen Mund. Gott spricht auch durch unsere Wünsche. Und Gott spricht durch unser inneres Zeugnis und durch Frieden. Aber das möchte ich euch das nächste Mal sagen. Shalom, Shalom.